Hi und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Moment, ich muss mein Headset richtig aufsetzen. Video kommt heute etwas später, weil ich wieder total den Tag verpeilt habe, weil ich irgendwie erst um 6 Uhr eingeschlafen bin. Ja, 6 Uhr nachts. Ich war, keine Ahnung, ich bin um 2 oder 3 ins Bett und dann bin ich um 6 Uhr erst eingeschlafen. Keine Ahnung, passiert halt manchmal im Leben. Auf jeden Fall, ihr habt mir geschrieben, dass ich scheinbar erst ein paar weitere Haus-Upgrades brauche, damit ich diesen Raum kriege, den ich meine. Ich habe mir aber auch einen Schrank geholt, noch, und ein paar Möbel. Und, ja, 15.01 Uhr, das Video sollte vor einer Minute online gehen. Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Achso. Was willst du noch? Der ehemalige Bürgermeister ist heute da. Oh, Herr Turtle! Hallo Jungspund, ich bin Turtle. Ich war früher einmal Bürgermeister von YouTube. So, du bist also der neue Bürgermeister, von dem man so viel hört. Zumbel, richtig? Ich als ehemaliger Bürgermeister interessiere mich natürlich dafür, wie die Dinge gerade so stehen. Daher wollte ich mal Hallo sagen. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt, dass ich dich heute hier treffe. Inzwischen genieße ich meinen wohlverdienten Ruhestand auf einer schönen, sonnigen Insel. Auf meiner Insel gibt es keinen Winter. Da guckst du ganz schön neidisch aus der Wäsche, was? Du solltest mich dort unbedingt besuchen kommen. Wenn du zum Anleger am Strand kommst, erkläre ich dir auch, wie du das am besten anstellst. Bis später, Sprössling. Ja, wir kriegen also Turtle Island. Nice. Auf einer tropischen Insel muss es wirklich traumhaft schön sein. Ich bin direkt etwas neidisch. Ich habe zwar auch schon einige Einladungen bekommen, aber ich finde einfach nie Zeit dafür. Und deswegen war ich bis zum heutigen Tag noch nie dort. Falls du dorthin gehst, musst du mir unbedingt davon erzählen. Ich will wirklich alles wissen. Oh, ich bin wohl etwas abgeschweift. Tut mir leid. Oh, fast hätte ich es vergessen, Herr Bürgermeister. Jemand Neues ist heute in die Stadt gezogen. Bestimmt freut sich jeder neue Einwohner über eine offizielle Begrüßung des Bürgermeisters. Ja, das ist wahrscheinlich Wolfling. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Wir gehen einfach über alles drüber. Alles easy. Ich habe auf jeden Fall einen Kescher jetzt auch. Ich habe mit Melinda fertig geredet. Die wollte, dass ich 3 Insekten fange. Die habe ich sogar noch im Inventar. Die wollte... Also die hat mir den Kescher verkauft dann auch, weil ich keinen hatte. Und als ich damit fertig war, hat sie mir noch die Gießkanne geschenkt. Die Angel habe ich noch hier oben drin. Zack. So, und das ist momentan mein Raum. Ich habe noch beim Ausgrab, beim Erkunden der Stadt noch 2 solche Dinger gefunden, die Geräusche machen. Der eine pupst die ganze Zeit, der hier. Und der pupst laut und langsam. Dann habe ich hier den Schrank, den kann man halt öffnen. Und jetzt seht ihr auf dem kleinen Bildschirm, da habe ich 6 solche Reihen voll, wo ich mit Zeug und A, B, C. Genau, und hier habe ich so ein paar Möbel. Normalstuhl, Normalbett, Aloe Vera, Hausaufgabenset, Kindertisch. Der Kindertisch war in dem Paket von Mama drin, den habe ich nie rausgeholt. Und ja, hier so ein bisschen Kleidung und so. Und ich muss sagen, ich fand mich mit der Schnauzerbrille cooler, deswegen ziehen wir die wieder an. So, das haben wir alles. Sonst haben wir 12.000 Sternis. Und ich habe mir diese Geldkassette nicht gekauft, die ich mir noch holen wollte. Aus einem ganz simplen Grund. Moment. Klingelt gerade an der Tür. So, fertig. Ich habe das mir nicht gekauft, weil ich eine Sache gelernt habe, die für mich für den Anfang ziemlich geil ist. Erstmal kurz. In welcher Taste stecke ich ihn weg? Ah, unten, okay. Ich zeige es euch kurz. Hallo, Loch im Boden, was ich gleich ausgraben werde. Diese Coupons. Oder haben wir das gestern gesehen? Diese Coupons kann man einzeln gegen 3000 Sternis umtauschen. Also habe ich gerade 15 Stück oder 14. Je 3000 wert. Also, dick Money, würde ich sagen. Ach, wahrscheinlich kann ich weiter drücken und so durchschalten, ne? Ja. Zack! Eine Gottesanbeterin. Ihre Gebete wurden nicht erhört. Am besten trage ich den Fang in mein Fangbuch ein. So. Er war gerade so auf dem Weg. Er saß da gerade so schön chillig. Hoch. Runter da. Ist da was Neues? Nee. Okay. Ach ja, wir haben eine neue Stadtflagge. Und eine neue Melodie. Ich habe so einen kleinen Zelda-Jingle als Stadtmelodie gemacht. Habe ich einfach auf YouTube gesucht. So ein paar coole Sachen. Oh, da ist auch der Verbund des schönen Hauses. Ach, man kann so viele schöne Sachen machen am Anfang vom Spiel. So angenehm. Irgendwann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal hier nochmal in den Laden. Und Coupons eintauschen. Genau, ein Coupon gegen 3000 Sternis. Und wir tauschen einfach 14 Stück um und holen uns 42.000 Sternis. Ich glaube, für den Anfang ist das, keine Ahnung, Möbel sind nicht so wichtig. Und wenn heute coole Möbel da sind, dann versuche ich einfach die Aufgaben zu machen, die da sind. So.
da kann man ja nicht nein sagen. WTF. So viele Sterne ist direkt am Anfang geschenkt zu bekommen. So. Dann sagen wir zu ihm, wir wollen unser Haus vergrößern. Wir brauchen ja diese, ich will ja diesen coolen Lagerraum bekommen. Den man erst scheinbar bekommt, wenn man zwei Räume hat oder so. Oh, das ist ja auch... Genau, das ist es. Geht's ja nochmal ein bisschen weiter. Aber passt nicht rein. Also muss es nur der Anfang reichen. Willkommen, willkommen! Ja, Zumbel, du kommst genau zur richtigen Zeit. Lass mir dir jemanden vorstellen. Also die Stadtmelodie spielt immer, wenn ich mit jemandem rede. Und klingt immer anders. Je nach Bewohner. Nur mal kurz zur Info. Lass mich dir jemanden vorstellen. Das hier ist Fried, der Sonderberater der Akademie des Schönen Hauses. Er kommt in Zukunft täglich hierher und bietet Ratschläge für den Bau prächtiger Häuser an. Ja, mein Haus muss erstmal groß sein. Ganz chill mal, Fried. Ey, du da, hallo. Ich, Herr Doc hat schon erst gesagt, Fried, Akademie des Schönen Hauses. Bin für Filiale zuständig. In YouTube, zack, oder? Bürgermeister, du, dieser Stadt, was ein Zufall. Hast dein Haus in YouTube? Glückwunsch, gute Wohnlage. Akademie des Schönen Hauses? War klein, bescheiden, spezialisiert auf Zimmer, nichts weiter. Jetzt? Nicht mehr bescheiden. Wachstum, Expansion, Erweiterung, ganzes Haus? Na klar, zack. Arbeiten Tag und Nacht, sind die Experten. Unsere Mission? Häuser toll, Leute glücklich. Gehen mit der Zeit, neues Konzept, zukunftsfähig, alles in Butter. Akademie des Schönen Hauses, ha! Das hier hat immer noch eingerichtet, nur für den alten Fried. Zack, haha. Warum? Ich, du, Erfolg. Zack. Geschäftsbeziehung, Zukunft, aber nur für Mitglieder. Hast du Fragen, Zumbel? Brauchst du Rat von alten Fred? Komm vorbei. Bin immer hier. Fast immer. Zack. Das gehört, was er gesagt hat, hm? Wenn du Fragen zur Einrichtung hast, musst du dich einfach nur an Fred wenden. Ja, ja. Okay, ich möchte mein Haus vergrößern. Ja, ja, du bist wegen deines Hauses hier. Ich will es vergrößern. Zumbel. Zeit, dein Haus zu vergrößern. Ja, ja. Mit einem Kredit von 100.000 Sternen könntest du diesen Traum erfüllen. Bereit? Auf geht's. Sehr gut, sehr gut. Ich leite sofort alles in die Wege, hm? Die Arbeiten sind morgen früh abgeschlossen. Du bist bestimmt schon ganz aufgeregt. Ja, ja. Okay. Vielen Dank. Ja, wenn ich jetzt auf die Insel kann, kann ich ja heute Nacht mal anfangen, oder Abend anfangen, auf die Insel zu gehen und dann ein bisschen Geld zu farmen. Wir können auch heute schon in der Folge auf die Insel gucken, eventuell. Aber hier ist so viel Neues. Den Bereich da oben muss ich mir eigentlich gar nicht angucken. Aber wir reden trotzdem mal mit dir. Hallo, Moritz. Willkommen im ADHS-Musterdorf. Ich weiß, das heißt nicht so von YouTube. Hast du Lust, dir unsere herrlichen Musterhäuser anzuzählen? Jawohl. Zunächst einmal muss ich wissen, wie du heißt. Also? Sehr gut, Zumbel. Oh, du bist doch der Bürgermeister von YouTube, oder? Meine Schwester hat mir von dir erzählt. Deine Sekretärin Melinda ist nämlich meine Zwillingsschwester. Ich könnte dir so viele Geschichten aus unserer Kindheit erzählen. Sie war ein freches Früchtchen. Aber, entschuldige, ich war wohl etwas aufgeregt und bin abgeschweift. Kommen wir zur Sache. Ich möchte dir ein paar Dinge zum Musterdorf erläutern. Im Musterdorf präsentieren wir die Häuser von ADSH-Mitgliedern als Inspiration für unsere Besucher. Aktiviere Streetpass, wenn du dein Haus mit anderen ADSH-Mitgliedern teilen möchtest. Dann erscheinen in eurem Musterdorf von Kopien des jeweiligen anderen Hauses und seiner Einrichtung. Außerdem teilt ihr so die Designs, die ihr tragt und die Designs der Möbel in euren Häusern. Und vergiss nicht, dass ihr auch die Informationen auf dem Bürgerpass teilt. Also, alles klar, möchtest du Streetpass blablabla aktivieren? Ja. Ja, mach mal, ich laufe eh nicht mit dem 3DS rum, aber egal. Alles klar, ich werde mich sofort darum kümmern. Habe ich das nicht schon mal wegen was anderem aktiviert? Na egal, doppelt aktiviert ist besser. Danke für deine Geduld. Ab sofort kannst du Daten über Streetpass austauschen. Streetpass ist aktiv, bla bla bla. Bla 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 bla. Ich freue mich jetzt schon auf deine Besuche. Ja, lass mal sehen. Herzlich willkommen, Zumbel. Bist du hier, um das Musterdorf zu besichtigen? Aber sicher. Zeig mal her. Selbstverständlich, bitte immer. Bitte, hier entlang immer. Achso, ich hatte einen Kommentar gerade auch noch gelesen, als ich geguckt habe, wann ich das Upgrade krieg. Oh. So ist offensichtlich, es hat er geschrieben, was ich selber weiß, aber ich will es ja nicht machen. Er hat geschrieben, ja, wenn du eh immer offscreen Sachen machst, kannst du doch einfach alles aufnehmen und dann einfach zusammenschneiden. Aber das würde ja den Sinn von diesem Projekt schon wieder kaputt machen für mich, weil ich etwas haben möchte, was ich einfach und simpel aufnehmen kann, was entspannt ist und wo wir einfach alle Spaß haben. Und wo ich nicht alles zusammenschneiden muss und 5 Stunden aufnehmen muss. Das würde genau das kaputt machen, warum ich überhaupt mit Animal Crossing angefangen habe. Klar könnte ich zusammenschneiden, wie ich gegen den Stein haue und Bären verkaufe, aber es ist ja nur das Zeug, was sich wiederholt. Sowieso. Ich will ja kein Highlight-Video daraus machen, ich will ja einfach ganz normal spielen. Und dass ich ab und zu offscreen halt Fische fange und Käfer und Bären verkaufe, das, ich glaube, überlebt das.
Vielen Dank für deinen ersten Besuch im ADSH Musterdorf. Später weiß ich eh nicht mehr, was ich tun soll, aber fangen dann wahrscheinlich das ganze Zeug in der Folge. Also alles kein Problem. Da dies dein erster Besuch bei uns ist, sollte ich dir wohl besser unsere Einrichtung erklären. Das hier ist der Eingangsbereich. Von hier aus hast du Zugang zu drei Ausstellungsarten. Eins liegt vor dir, links, rechts, geradeaus. Auf dem Touchscreen siehst du halt übrigens eine detaillierte Karte des Musterdorfs. Schau dir die Musterhäuser auf dem Ausstellungsgelände ruhig an. Übrigens kannst du die meisten der Möbel in den Musterhäusern auch kaufen. Der einzige Nachteil ist, dass die meistens etwas teurer sind als die normalen Geschäften. Also dafür bekommst du eventuell seltene Items, die du in dieser Stadt sonst nirgendwo kaufen könntest. Wenn dir also etwas gefällt, bestell das gleiche Musterhaus. Die Ware liefern wir direkt nach Hause. Eine Sache sollte dir wohl noch mitteilen. Solltest du verdächtige Personen oder Ausstellungen unpassender Musterhäuser auffallen, bitte die Person zu gehen oder zum entsprechenden Musterhaus und beantrage dessen Entfernung. Wenn du das tust, kümmern wir uns so schnell wie möglich um den Rest. Aber ich rede schon zu viel. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt im Dorf. So. Genau, und hier sind jetzt einfach so Häuser von anderen Spielern? Oder ist es... keine Ahnung. Oder gar nichts? Ich dachte, hier gab es Häuser schon standardmäßig. Scheinbar nicht. Das ist, wenn ihr zum Beispiel auf die Gamescom geht und da hat jemand 3Ds mit Animal Crossing dabei. Dann wäre das so. Dann würden da Häuser stehen. Okay, dann ist das Dorf für mich leer. Gut zu wissen. Bin fertig. Ja, muss weg. Verstanden, begleite mich vor den Eingang. Also Leute würden eure Häuser sehen und ihr würdet die Häuser von anderen Leuten sehen. Übrigens, weil einer mich angetweetet hat, oder eine, dass die Animal Crossing gestartet hat und ihre ganze Stadt voller Unkraut war. Wenn ihr das Update im eShop runterladet, das Welcome Abibo Update, Version 1.4 glaube ich, 1.4, dann sind alle Dinger weg, alle Unkräuter. Das ist ganz cool. Die Insekten werde ich übrigens im Museum spenden. Früher oder später. Genau wie Fische und so. Dass ich alles halt sammle. So, hallo. Natürlich gibt es jetzt heute eine Kommode. Mich auch. Ihr habt gesagt, ich soll den Glückskeks kaufen, aber der kostet doch dieses... Ich muss mich mit meinem 3DS bewegt haben. Genau, Glückskeks kannst du gegen seltene Dinge... Nein, danke, ich habe keine Spielmünzen. Da müsste ich mein 3DS immer 2 Minuten lang schütteln, damit ich Schritte vortäusche. Deswegen kann ich die Glückskekse heute noch nicht kaufen. Damit konnte man irgendwelche coolen Sachen bekommen, auf jeden Fall, das weiß ich auch. So, wir gucken noch kurz. Ich steck mal das weg. Also es grabt das jedes Mal raus, wenn ich aus dem Laden rausgehe. Das wäre ein bisschen anstrengend. Ich hoffe, mein Mikrofon ist laut genug. Irgendwie kommt es mir vor, als wäre es nicht laut genug. Alter, Jan, natürlich. Der Schädel-Shirt. Her damit. So. Jawollo! Unsere Coolness wird nicht mehr überboten werden. Ob wir einen Rock dazu anziehen? Dann sind wir ein hippes Rocker-Girl mit schönem weißem welligen Haar. So. Lass mich durch, ich bin ein Mädchen. Der Feuerschirm! Ja, her damit! Ach man, jetzt brauchen wir eigentlich schon fast wieder das Feuerhemd. So, und die Frisur will ich. Die Kahnperücke. Ja, die nehme ich auch. So, ein bisschen shoppen müssen wir ja. Wo ist eigentlich das ganze Geld hin, was wir bekommen haben? Ist es direkt in die Bank? Oh, und den coolen Zweig nehme ich auch mit. Blatt. 120 Sterne, ich kaufe, ja. So, dann schauen wir mal, was wir heute sind. Wenn ich jetzt beim Feuerschalt bleibe, ist es cooler. Ah, das ist schön. Steht mir auf jeden Fall. Ich ziehe mal wieder Hosen an, dass ich nicht mehr ganz so weiblich aussehe. Dann nehme ich noch den Feuerschirm in die Hand. Niemand kann mich aufhalten. Okay, gut. Jetzt, wo wir schon mal hip sind. Wir müssen unser ganzes Zeug mal am besten in die Truhe packen. Achso, übrigens ein kleiner Lifehack für euch alle. Wenn ihr euer Werkzeug nicht braucht, dann könnt ihr das hier oben reinwerfen. So. Und dann habt ihr mehr Platz im Inventar. So ein kleiner Anfänger-Lifehack. Mal von mir. Ja, ja. Wie steht es mit den Bäumen? Die wachsen alle. Achso, Melinda hat mir noch Äpfel gegeben. Die habe ich auch angepflanzt. 3 Stück. Einen hier.
Einen da unten und einen da drüben, genau. Wollte ich noch kurz gezeigt haben. So, jetzt stecken wir unsere Post und dann schauen wir mal, ob wir auf Turtle Island noch kommen. In 10 Minuten ein Brief. Vom Musterdorf. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Ja, okay, wir waren da schon. Nice. Achso, und da ist Wolfling eingezogen. Den wollten wir auch noch begrüßen. Schauen wir mal, was der für Möbel hat. Ob er dieselben hat wie in seinem Wohnwagen oder... Nee, so ein Dungeon-mäßig. Ah, er hat noch nicht mal seine Möbel ausgepackt. Tu mir den Gefallen und sag mir, dass du dich an mich erinnerst. Ich konnte dich nie vergessen. Du hast mich auf den Wohnmobilplatz zum Bleiben eingeladen. Wie hätte ich die widerstehen können? Jetzt wohne ich also in YouTube. Von nun an laufen wir uns dann wohl öfter zufällig über den Weg. Der Gedanke gefällt mir. Ich rede mal ein bisschen mit ihm. Wo soll ich nur mein... Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit mehr. Ich muss doch auspacken. Oh, okay. Dann reden wir morgen mit ihm. Wollte ein paar Mal mit ihm talken und so hören, was er zu sagen hat. Mit Wolfling. Ich höre Schritte. Hallo Bella! Bella habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Die habe ich schon ein paar Mal getroffen. Zumbel, hau rein! Satsch, wow! Also, wolltest du etwas sagen? Immer raus damit. Unterhalten wir uns. Ich arbeite gerade an einem total coolen Design. Es soll aussehen wie eine Kugelassel? Kennst du die? Voll das tolle Krabbelvieh. Ist zwar keine Seltenheit, sieht aber echt krass aus. Wenn ich es mir so überlege, bist du doch sicher gut im Krabbelviecher fangen. Kannst du mir nicht so eine Kugelassel fangen? Wäre echt eine Riesenhilfe. Ich weiß nicht mal, wo man eine Kugelassel herbekommt. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Aber ich sag jetzt mal nee. Vielleicht finde ich jemanden, der mir hilft. Such wow. Ich hab dir schon einen Spruch gegeben, keine Sorge. Die redet nicht normal in Memes. Aber ich konnte ja nicht widerstehen. So, jetzt packen wir kurz mal das ganze Zeug in den Schrank. In unserem schönen Haus. So. Oben packe ich mal so das Zeug raus, was ich noch irgendwie in irgendeiner Form verwende. Das ist Kleidung. Zack. So, schön sortiert alles. Dann reden wir mit Spooky Spook. Hallo Spooky Spook. Oder Buhu. Tada! Nur, dass du weißt, ich kann nicht in dieser Welt bleiben, wenn ich von niemandem Besitz ergreife. Aber es wird schon in Ordnung. Diese Lampe ist von innen viel größer, als man von außen vermutet. Wenn du Animal Crossing Amiibo hast, können wir den Bildschirm berühren. Bitte! Hä? Was? Ich dachte, der Donkey Kong geht. Ich habe einen Donkey Kong Amiibo. Hast du Donkey Kong nicht erkannt? Ich probier's. Ich probier's nochmal. Der sagt nein zu Donkey Kong. Okay. Kein Donkey Kong für uns. Echt, dass der Donkey Kong geht? Vielleicht habe ich den falschen Donkey Kong Amiibo? Keine Ahnung. So. Den Schirm sollten wir noch Ausrüstung entfernen. So, jetzt ziehen wir hier unten rein. Hallo Sekt. So, dann gehen wir jetzt mal nach Turtle Island. Heben nichts auf dem Weg und ignorieren alles andere. Oh, Klee. Kann man mit Glück, glaube ich, ein vierblättriges Kleeblatt ziehen. So, der Steg ist links. Okay. Ich finde es cool, diese ganzen Naturgeräusche heißen eigentlich immer... Oh, ich dachte, das wäre eine Falle. Schade. Dass, keine Ahnung, Insekten in der Nähe sind. Und nicht nur Hintergrundgeräusche. Was fand das Turtle? Hi! Oh, Zumbel, du bist tatsächlich gekommen, wie ich es gehofft hatte. Was wollte ich noch gleich von dir? Ach genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte dir von meiner sonnigen Insel erzählen. Meine Insel ist perfekt für jeden Erholungsurlaub. Die Sonne scheint ohne Unterlass und wir bekommen Besucher aus der ganzen Welt. Auf meiner Insel braucht man nie mehr als ein kurzärmeliges Hemd, sogar im Herbst. Auf der Insel gibt es viele Dinge, die man normalerweise nirgendwo anders sieht. Du kannst am Strand entspannen oder auf einem tollen Ausflug das Abenteuer suchen. Paradiesisch. Das Boot zur Insel fährt ankert, ankert immer an diesem Anleger. Ich habe dem zuständigen Fachmann bereits Bescheid gegeben, dass er ab morgen hier halten soll. Nun dann, mach dich als Bürgermeister verdient. Das nächste Mal sehen wir uns dann auf der Insel. Ach so, ab morgen kann ich erst auf die Insel. Wie seltsam, da ist ja gar nichts drin. Genau. Alles, was ich auf der Insel sammle, kann ich dann in den Korb legen und dann kann ich hier aus dem Korb das wieder rausholen. Dann kann ich erst ab morgen auf die Insel. Okay, dann haben sich unsere Tagespläne wohl spontan geändert.
Dann hole ich mal kurz wieder mein Werkzeug raus. Das einzige Dumme mit dieser Geschenksache ist, dass man nie weiß, was wo drin ist. Aber ich habe mir gemerkt, wo Schaufel und Ketchup sind. Sogar lustigerweise. So, dann holen wir uns nämlich mal die ganzen vergrabenen Sachen. Wenn wir schon hier dabei sind. Ein Fossil, da hat sich das Graben gelohnt. Ich habe in dem, Achso, wir können noch zu Hearth gucken mal. Da ist ja auch wieder ein neuer Bewohner. Stimmt, das können wir noch machen. Ich grab nur trotzdem alles auf dem Weg aus. Dann talk ich mal ein bisschen mit den Bewohnern, dass ihre, dass die Zustimmungsrate ein bisschen steigt. Wladimir! Aha, Zumball gesichtet. Na, auch unterwegs. Oh, was soll ich sagen? An diesem Wetter könnte ich mich gewöhnen, Nastravir. Was gibt's denn? Plaudern wir. Ich hätte da ein Geschenk für Bella, aber ich muss an meinen Ruf denken. Wie sieht das denn aus, wenn ich hier Geschenke verteile? Zumbel, kannst du nicht vielleicht für mich gehen? Bitte? Kein Problem. Auf dich ist Verlass. Die haben gestern auch Verstecken mit mir gespielt. Das hätte ich gerne aufgenommen, aber ich war da gerade im Wohnzimmer und nicht bei meinem Aufnahmezeug. Aber sieh zu, dass die Lieferung noch vor Ende des Tages über die Bühne geht. Sonst töte ich dich. Bella. Wo ist denn Bella? Hallo, Bella. Oh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht anschaufeln. Hey, ich überlege gerade, ob ich mir ein Haustier anschaffen soll. Was meinst du, was wäre ein gutes Haustier für dich? Hund. Oh, ein Hund? Bist du sicher? Sind die nicht total anspruchsvoll in der Haltung? Und sie gewöhnen sich wohl nicht leicht an ihre Besitzer. Mann. So schwer hätte ich mir die Entscheidung gar nicht vorgestellt. Aber sowas soll man sich auch nur gut überlegen, nicht wahr? Satchwow? Okay. Hey, was geht, Satchwow? Deine Lieferung. Huch, was könnte das sein? Ein Geschenk von Wladimir. Was? Das ist von Wladimir? Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Ich muss es sofort aufmachen. Ein Hemd. Ui, ein Pfui-Top. Damit war so ein geschenketechnisch immer auf der sicheren Seite. Ich zieh's gleich an. Wow, das ist... Ja, Weißt du? Ich würde gerne sagen, was ich davon halte, aber du hältst deine Schaufel davor. Ich find's nur medium. Das ist so grün und komisch und ich will zwar höflich sein, aber nee, so höflich auch nicht. Geht so. Ja, du hast recht. Ich nehme das nicht persönlich. Ich habe sowas in der Art schon befürchtet. Ja, das ist besser. Der Gedanke zählt, nicht wahr? Und das hier war ein guter Gedanke. Danke, dass du mir unter die Arme gegriffen hast, Zumbel. Ich kann ihn doch nicht einfach mit leeren Händen wegschicken. Ich bin ein Genie, hier für dich. Was ist eine Birne? Eine Birne, nur für dich. Holy shit, wie viele Früchte ich schon bekommen habe. Ich hätte mir... Ach so, stimmt. Habe ich gar nicht erzählt. Der Ameisenbär hat mir noch eine Durianfrucht geschenkt. Die habe ich auch irgendwo eingegraben. Warte, das ist... Ach so, die drei hier unten sind die Apfelbäume. Ich glaube, das da oben ist der Durianbaum. Jetzt haben wir auch noch eine Birne. Die grabe ich auch mal direkt hier ein. Hä, wie viele verschiedene Früchte habe ich denn jetzt schon? Richtig krass. Aber gut. Entschuldigung, Insekt. So, ich wollte nochmal hier kurz einmal einen Blick reinwerfen in den Laden. Schaffen wir das noch? Ja, ja. Eine Falle. Da hat sich das Graben gelohnt. So, ich zeige euch auch nochmal kurz, was eine Falle macht. Kann man die für irgendwas nutzen eigentlich, außer verkaufen? Tada, eine Falle. Ich glaube, man kann auch andere Dorfbewohner reinlocken. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Willkommen, willkommen. Ah ja, da verkauft jemand neues Möbelstück. Ich habe einfach mal alle aufgekauft, damit hier neue Sachen angeboten werden, nach und nach. Von den Dorfbewohnern. Oben war noch dieses Hausaufgabenset, was ihr in meinem Haus gesehen habt. Und das Normalbett und so. Das habe ich da alles gekauft. Genau. Und da drüben auf dem Campingplatz können wir mal gucken, ob es noch irgendwas Cooles gibt. Und dann fahren wir morgen zur Insel. Also 20 Minuten Parts passen immer perfekt. Wir sind so immer gerade so mit allem fertig, was wir so angucken wollten. So, hier gibt's Dosen und eine komische Box. Und er füttert die Vögel. Man kann übrigens auch mit ihm reden. Herr Master, wie kann ich dir helfen? Bring mir was bei. Hey, was soll ich dir erklären? Achso. Ich dachte, er kann mir was Gutes beibringen. Namaste, was kann ich dir... Wo bin ich? Drahtlose Camper, Namaste, nee. Was, wer? Ach so, hat er mich doch gemeint.
Wollt ihr erstmal auf Durchzug stellen? Als Wohnmobilpilot habe ich alle Hände voll zu tun, da höre ich manchmal nur die Hälfte. Ah, ich muss sagen, trotz der Arbeit ist es hier extrem entspannt, ne? Hast du auch manchmal den Wunsch, die Welt anzuhalten und den Gang runterzuschalten? Ich stelle mir dann einfach vor, dass ich im Jetzt lebe. Das Herz ist nämlich unvergänglich, verstehst du? Hey du, willst du auch mal ein paar Marshmallows am Lagerfeuer zu halten? Huch, du hast geschenkt? Was hast du mir geschenkt? Bohnenkörbchen. Ich kann Vögel füttern! Wie cool! Danke! Kann ich damit auch irgendwas Sinnvolles tun? Oder ist es einfach nur voll Fun? Egal, wir haben es auf jeden Fall ein Bohnenkörbchen bekommen. Und hier wohnt ein Fan von Five Nights at Freddy's. Scheinbar. Hallo. Os. Der Osterhase ist es wahrscheinlich. Deswegen heißt der Os. Halli, hallo, hallilolilililo. Ach, das ist Maudado, okay. Der Hase jodelt vor Fröhlichkeit, Berufskrankheit. Zum Glück bin ich hier im Campingurlaub und darf auch mal mies gelaunt sein. Papa Lapü. Wabbel die wie jetzt? Ich soll mehr Witzigkeit verbreiten? Ich mache Urlaub, Campingurlaub genau gesagt. Ist das überhaupt ein Wort? Witzigkeit? Hubbel die Humbug. Okay, wenn ihr... Okay. Nette Eierstühle hast du. Tschüss, gruseliger Hase. Gut, Leute, dann war's mit dem heutigen Part Animal Crossing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich fütter jetzt noch ein bisschen die Vögel. Wow! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelband. Tschüss.